Seit dem Rücktritt von ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner wird in der Volkspartei heftig die Nachfolge diskutiert. Ein Mann hat sich bisher öffentlich dazu nicht geäußert, Sebastian Kurz, der als wahrscheinlichster neuer ÖVP-Chef gilt. Um 11 Uhr wird es nun von ihm ein erstes öffentliches Statement geben und wir schalten dafür live ins Außenministerium. Dort ist mein Kollege Hans Bürger. Warum gibt es denn jetzt dieses Statement von Sebastian Kurz? Sebastian Kurz möchte in den nächsten Minuten darlegen, warum er dieses Amt übernehmen wird oder eben nicht. Aber es spricht alles dafür, dass er die Funktionen, für die er in den letzten Tagen, Wochen und letztlich Monaten im Gespräch war, übernehmen wird. Er will aber hier als persönlich in einer persönlichen Funktion auftreten. Er will nicht als ÖVP-Mitglied auftreten, nicht als Regierungsmitglied. Das hat man zuvor erfahren. Wir sind hier übrigens im Alois-Mock-Saal des Außenministeriums und in wenigen Augenblicken dürfte eine der wichtigsten innenpolitischen Pressekonferenzen zumindest dieses Jahres starten. Bis es soweit ist noch, Hans Bürger, die Landeshauptleute, die haben sich gestern klar für Sebastian Kurz ausgesprochen, wenn es darum ging, dass sie dem neuen oder dem möglichen zukünftigen ÖVP-Chef mehr Kompetenzen zustehen, was dieser ja einfordert, dann waren sie aber etwas zurückhaltender. Das ist auch ein Punkt, den man unmittelbar vor dieser Pressekonferenz gehört hat, dass Sebastian Kurz sehr wohl sagen wird, was er von der ÖVP will, welche Vorstellungen er hat, damit er diese Ämter übernimmt. Und ich glaube, es wird eine sehr klare Pressekonferenz werden. Aber nochmals, ich denke nicht, dass am Schluss der Satz sein wird, wenn ich das alles nicht bekomme, dann mache ich es nicht, sondern er wird es zwar als Forderung hinstellen, aber nicht als Bedingung. Worüber natürlich auch heftig in den Medien spekuliert wird, wenn Kurz also die Partei nun übernimmt, wonach es aussieht, gibt es dann... Ich denke, er kommt eben herein und ich würde vorschlagen, wir gehen gleich auf den Außenminister.